Das ist keine echte Änderung, das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Timmy. Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Facepalming. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturns zu schwimmen. Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen. Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glückstag. Moment mal, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein klitzekleines bisschen? Nein. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch ein paar Fakten über den Mond. Und um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch, wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss, Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung, reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Er versucht echt alles. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als gut genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja... Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten für ihre Be... Aber sie können sich die Mondlandungslotterie leisten. Wenn sie dieses Haus verkaufen, können sie es definitiv. Die Diagnose steht fest? Ja, genau genommen haben wir nur selten. Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, Sie beide, Sie und Ihre Liebste. Pony reiten Füllau im All.
Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache. Wie wär's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr die ganzen Monden-Flitterwochen machen könnt. Ach, ganz mondän. Flitterwochen machen könnt. Ich habe irgendwas umgeschmissen gerade. Bin kurz zusammengezuckt. River? Verdammtes Glas, rutschig. Johnny, John. Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nie weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielte River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendetwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Und jetzt laufen Fußballfans vor meinem Haus rum, deswegen mache ich hier kurz eine kleine Pause. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für den sehr, sehr drastischen Schnitt gerade. Allerdings waren dann draußen ein paar besoffene Fußballfans und wenn er genau hinhört, hinter meiner Stimme hört er bestimmt auch ein bisschen Ole, Ole. Das ist ein Grund, warum ich Fußball nicht mag, diese leicht beschränkten Suffköppe. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir machen hier weiter. Aber was genau ist die Ursache? River? Was genau hast du getan? Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Schauen wir mal, wo Neil sich rumtreibt. Igitt, man kann das von Neil überfahrene Eichhörnchen den kompletten Weg bis hierher riechen. Ich schätze mal... Was war hier nochmal? War hier die Küche? Tatsache. Nein, den Teil verstehe ich, aber... Okay, hast du das in den Akten gegengecheckt?
Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erklär's dir später. Also, pst. Moment mal, ist das nicht... Wo hast du ihn gefunden? Im Leuchtturm, bevor wir angefangen haben. Zum letzten Mal jetzt, pst. Ich will den Kaffee, ich will den Kaffee. Kaffee. Der letzte Papierhase, den River John gegeben hat. Okay, gibt's hier noch was? Nein? Okay, dann schauen wir mal in den anderen Räumen nach. Entschuldigung. Nicht, dass ich mir wieder eine Erkältung einfange. Habe ich jetzt mal gar keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ich möchte da rein, danke. Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Sch, lassen Sie sich schlafen. Aufwachen, ihr Drecksplagen. Nicht. Licht an. Schalten Sie das aus, Sie Doofnuss. Ich hab gehofft, dass sie jetzt irgendwie reagieren. Er hat echt an alles gedacht. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen. Und die Farben. Die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchen, ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging nah an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört und die Nachricht machte rasch die Runde. Okay. Ist hier noch was? Das Kleid. Das Kleid. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft vom Veilchen verströmte. Vielleicht ein andermal. Ja, es möchte keiner lesen. Buch ins Regal stellen. Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerke gesammelten Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Weiterlesen? Ja, machen wir mal. Für einen Großmeister der Papierfallkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. I see what you did there. 42, die Antwort auf alles. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. Haben wir hier noch? Na. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, dann reden wir noch mal mit ihr. Ne, bleib hier. Die Kinder sollten doch zeitig ins Bett gehen. Ich hätte nach ihnen sehen müssen. Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Ich weiß, aber ich bin einfach so erschöpft. Sicher geht's Ihnen genauso. Ich muss mich wirklich hinsetzen. Wenn Sie mich noch etwas fragen wollen, lassen Sie mich bitte erst Platz nehmen. Was haben wir denn hier noch? Hier geht's noch lang.
ein Bad. Und da passiert nichts. Gut, dann nicht. Nochmal das Piano anschauen. Forever. Kennen wir. Die Uhr vielleicht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal oben um. Na. Auch hier ist noch alles so wie vorher. Mal mit der Ärztin sprechen. Wie geht es John? Wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas, wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Ja, da war ich gerade. Ansonsten... Ah, das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Hallo? Okay. Dann schauen wir jetzt nochmal, was Watts jetzt treibt. Und hoffen, dass wir weitermachen können. Stimmt, das könnten wir tun. Aber was wenn... Okay, wird wohl so sein. Hm, verstehe, verstehe. Okay. Okay, dann müssen wir vielleicht doch noch mal raus. Oder Moment, können wir in den Keller? Ja, können wir. Dann gehen wir noch mal in diesen komischen Keller. Aber hier ist auch nicht mehr als das, was wir schon kennen. Verdammt, ich glaube, ich werde mich erkälten. Die Truhe ist verschlossen. Okay. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Unbenutztes Porzellan, kennen wir alle schon. Hm. Alte Animorphs Bücher. Gut, hier scheinen wir auch nichts zu finden. Dann gehen wir noch mal nach draußen und nach unten. Besser, ich schaue mal, ob Neil eine Idee hat. Schaue ich doch schon die ganze Zeit. Mensch. Mädel. Hm, verstehe, verstehe. Das ist klasse. Stimmt, das könnten wir tun, dann tu es auch. Hm. Vielleicht nochmal mit dem Doktor
Doktor Doktor reden. Ja, das habe ich auch schon erkannt. Wir waren hier noch nicht. Aber hier gibt es auch nichts zu holen. Medizinische Fachartikel. Ja, er telefoniert dort. Das ist mir auch bewusst. Denn ich habe ihn ja angequatscht. Hier gibt es auch nirgendwo was. Irgendwas will da nicht. Was ich sonst noch machen könnte. Sonst mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt. Notizen. Ja, um Johnny sieht es auch nicht mehr so gut aus, wie man sieht. Dennoch bräuchten wir jetzt etwas, was uns voranbringt. Das wäre nicht schlecht. Kann ich denn jetzt nochmal mit dir quatschen? Oh, wollten Sie mich noch etwas fragen? Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Ich meine, mit zwei Kindern und alledem. Ach, das geht ganz gut, wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus, er hält nicht weit von hier.